So mit 14 ist mir aufgefallen, dass meine Brust ein bisschen größer geworden ist. Und dann habe ich das ein bisschen angegriffen und ich spüre, dass da was drinnen ist. Dann habe ich das irgendwie ignoriert, aber mir ist dann aufgefallen, wenn ich ein T-Shirt trage, dass das dann so auswölbt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Und das stört mich. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mich zu einem Ultraschall geschickt. Dann haben wir das untersuchen lassen und dann ist rausgekommen, dass ich glaube, das heißt Gynomastie, habe. Und dann hat mir auch die Ärztin gesagt, dass man das rausoperieren kann. Und deswegen bin ich jetzt heute hier. Ja, also vielleicht darf ich es jetzt einfach mal anschauen, beziehungsweise ja, schauen wir es gemeinsam an vom Spiegel, wie wir da dann tun. Okay, gut, das ist eh so ein bisschen der Klassiker, ja. Also super trainierte Muskulatur auch offenbar. Und jetzt natürlich, wenn es kalt ist, sieht man es nicht genau. So. Genau, wenn es kalt ist, dann ich nehme mal an, ja. Das ist jetzt, also ja, man spürt es eh richtig, da hinter der Brustwarze ist so ein Knoten, gell? Mhm. Ist das unangenehm, wenn man das? Tut nicht weh. Weil manchmal ist es schon der Fall, dass die Patienten auch sagen, wenn man sich am Bauch legt, es ist ungut, also das ist jetzt nicht. Bei mir, ich spüre gar so nichts, wenn ich drauf tue. Okay. Also groß ist es nicht, aber man spürt das deutlich hinter der Brustwarze. Man würde das halt dann so über so ein kleines Schnitterl am Unterrand der Brustwarze quasi entfernen. Wie viel man braucht, hängt natürlich davon ab, wie groß die Drüse tatsächlich ist, aber man versucht es halt so klein wie möglich zu halten. Sieht man dann die Narbe? An sich immer, wenn man die Haut durchtrennt, ja, bleibt Narbe und Narbe ist am Anfang vor allem sichtbar. Normalerweise wären die aber sehr schön, so dass man sie kaum wahrnimmt. Mhm. Wichtig ist halt auch dann so ein bisschen die Nachbehandlung. Okay. Und ich denke da jetzt weniger an irgendeine Narbensalbe oder sowas, das macht schon auch Sinn. Aber wichtig ist vor allem, dass man dann das ganze Gewebe gegen die Unterlage sozusagen verschiebt, mobilisiert, dass es ja nicht verhaftet mit der Muskulatur. Weil im Endeffekt der Drüsenknoten, den man da so tastet, ja, der nimmt quasi die ganze Fläche zwischen Brustwarze und Muskel ein. Und wenn man das rausholt und das vernarbt dann dort, dann klebt die Brustwarze quasi an der Muskulatur. Und dann ist das zwar vielleicht nicht flach, wenn man gerade steht, aber bei Bewegung sieht man, dass das unnatürlich ist. Okay. Also da ist Nachbehandlung wichtig, genau. Und das andere ist halt, da ist jetzt nicht viel, aber meistens findet sich halt auch so in dem Bereich ein bisschen Fettgewebe, auch beim noch so schlanken, trainierten Menschen. Und wenn man das nicht auch zusätzlich entfernt, dann bleibt halt was zurück, was dann auch ein bisschen für Unzufriedenheit sorgt. Okay. Das heißt, das, was da so in der Umgebung ist, so ein bisschen, viel ist es nicht, könnte man dann auch mit einer Absaugung quasi anpassen, dass die Silhouette, die Kontur besser ist. Aber dazu bitte einmal fest anspannen. Mhm. Ja, super. Also da ist natürlich nur Muskel und da ist halt so eine schmale Spindel an Fettgewebe und das würde man halt über dieselbe kleine Einstichwunde einfach absaugen. Also. Und drum machen auch diese Kompressionsjacken nachher Sinn, dass das quasi dann schön anmodelliert wird und dann eben auch von der Seite her flacher wirkt. Ja, und im Endeffekt, also das Schnitterl ist innerhalb von einer Woche verheilt. Und dann kann man schon wieder anfangen mit normalem, also bewegen. Hartes Training vielleicht noch nicht, also noch nicht mit zu viel Kraft, aber langsam halt dann schon wieder starten, dass es eben schön gleitet, das Gewebe oberhalb vom Muskel halt, dass es da zu Verschiebungen kommt. Wann kann ich denn wieder Sport treiben? Nach 2-3 Wochen. Ich hatte nämlich mal eine Nasen-OP und dann durfte ich 3 Monate nicht trainieren. Ist das genauso lang oder ist das kürzer? Also nach der Operation gibt es natürlich ein paar Dinge, die man schon beachten sollte. Im Prinzip ist es so, dieser kleine Schnitt, der wird mit einer resorbierbaren Naht genäht. Das heißt, das müssen wir nicht rausnehmen, aber trotzdem ist natürlich eine Wundkontrolle notwendig und Sie sollten es auch die ersten paar Tage trocken halten. Das heißt, man tut dann so ein Duschpflaster drüber und nur damit duschen. Wichtig ist auch, dass dort, wo abgesaugt wurde bzw. die Drüse entfernt, habe ich ja quasi ein bisschen einen Hohlraum. Und um zu verhindern, dass es da jetzt einblutet oder dass sie eben eine stärkere Schwellung entwickeln oder sich Wundflüssigkeit ansammelt, ist es wichtig, so eine Kompressionskleidung zu tragen. Das heißt, da gibt es so Kompressionsjacken. Das schaut dann ungefähr so aus. Das heißt, da
Das ist relativ fest, ja. Man kann auch eine Kompresse drunter tun, dass hier also ständig gleichmäßig formender Druck drüber ist. Und das sollte man halt in der ersten Zeit, also solange Schwellungen vorhanden sind, eben konsequent tragen. Ja, nach circa einer Woche macht man natürlich eine Wundkontrolle. Wenn soweit alles in Ordnung ist, was ich jetzt einmal hoffe, ja, kann man dann die Pflasterchen schon weglassen und beginnen mit einer sanften Narbentherapie. Das heißt, Narbensalbe oder eben so eine Narbenauflage vielleicht drauf tun. Es bildet sich auch in dem Bereich innen natürlich in gewissem Ausmaß ein Reparaturgewebe, eine Narbe. Und da wollen wir halt auch verhindern, dass die zu fest wird. Das heißt, es macht dann durchaus auch Sinn, das so ein bisschen zu massieren bzw. gegen die Unterlage zu verschieben, sodass es auch kein Problem ist, schon frühzeitig wieder mit Bewegung zu beginnen. Also jetzt nicht unbedingt die schwersten Gewichte stemmen, aber sanft Bewegung ist aber auf jeden Fall gut, Ausdauer ist möglich und nach der zweiten Kontrolle ist dann eigentlich meistens normale Training auch möglich. Etwaige blaue Flecken kann man mit Hirudoidsalbe zum Beispiel einschmieren oder massieren und wenn einmal, das ist jetzt nicht Ihr Thema, aber wenn einmal mehr Absaugung erforderlich ist, also wenn da mehr Volumen entfernt wird, helfen zum Beispiel auch Lymphdrainagen, dass das Ödem, die Schwellung quasi schneller abtransportiert wird. Wie ist das? Kann das nochmal kommen? Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und da schreiben viele, ja, das kann nach ein paar Jahren nochmal kommen. Wie ist das? Ja, und Rezidiv, das ist auch oftmals eine Frage, kann das wiederkommen? Demnach gehört es natürlich auch gut abgeklärt. Das heißt, es macht Sinn, jetzt nicht nur den Ultraschall vorher zu machen, sondern auch einen Hormonstatus durchzuführen bzw. ein paar andere Blutbefunde abzuklären, weil wenn jetzt das nicht ein Überbleibsel aus der Pubertät ist sozusagen, sondern einen aktuellen Grund hat, warum sich da eben Drüsengewebe vermehrt oder gebildet hat, dann besteht natürlich auch die Gefahr, wenn man diesen Grund nicht beseitigt, dass es wiederkommen könnte. Und darum gehört das halt abgeklärt. Wenn da aber alles in Ordnung ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr gering.